Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute zeige ich euch einen Merch-Glitch und nicht irgendein Merch-Glitch, nein, sondern mit diesem Merch-Glitch könnt ihr durchgehend Fahrzeuge wie am Fließband merchen. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich dir schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich auch überhaupt nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst passiert die krassesten Glitches ever. Ich würde sagen, fangen wir auch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einmal einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch eure Jobs sichtbar auf der Karte. Das bedeutet, ihr geht ins Interaktionsmenü, geht hier auf Markierungen. Und bei Jobs müssen alle an sein. Ganz wichtig bei diesem Glitch. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch, na klar, auch ein Geberauto. Was meine ich mit Geberauto? Naja, ihr braucht schon ein Auto im Besitz, was die ganzen geilen Tuning-Teile hat. Also geile Lackierung, geile Felgen, zum Beispiel Formel 1-Felgen etc. etc. Und zu guter Letzt, klar, braucht ihr auch Fahrzeuge, die später die Jugendteile erhalten sollen bei diesem Merch-Glitch. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Habt ihr das Ganze? Sehr gut. Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Das bedeutet, wir sind jetzt mit unserem Freund erstmal in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundesitzung aufgenommen. Gut, sind wir jetzt in dieser Freundesitzung drin mit unserem Freund, treffen wir uns bei LSK Meet und ihr fahrt jetzt mit dem Geberauto ins LSK Meet rein. Seid ihr im LSK-Meet angekommen, registriert euch erstmal als CEO. Seid ihr CEO registriert, lädt euch jetzt euer Freund fürs Sprintrennen rein. Das bedeutet, euer Freund öffnet das Interaktionsmenü, geht auf LSK-Meet und Sprintrennen. Und ganz wichtig, Leute, euer Freund darf nicht im Auto sitzen. Ganz wichtig. Denn ihr nehmt jetzt diese Einladung zum Sprintrennen natürlich an. Es wird jetzt ein Countdown runtergezählt von 30 Sekunden. Euer Freund hält jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Denn er wird jetzt eine Meldung GTA haben, ob er sicher ist, dass er in Story-Modus möchte. Und genau in dieser Meldung muss jetzt einfach bleiben, für Rest des Glitches. So, ist die Zeit abgelaufen, werdet ihr einen unendlichen Blackscreen haben. Was müsst ihr machen, aus diesem unendlichen Blackscreen wieder rauszukommen? Ihr müsst jetzt theoretisch einem weiteren Freund beitreten, der einen anderen Zielmodus hat und einer Einladungssitzung drin ist. Oder ganz einfach, wir treten unserem Bot bei. Sprich, wir treten jetzt hier über PSN Anavag 1P5 bei, denn der ist immer online, ist super praktisch bei diesen Glitches. Und wir bestätigen jetzt auch jede Meldung mit X. So, haben wir jetzt jede Meldung mit X bestätigt, sind wir jetzt hier in so verbuggten Screen. Denn wir drücken jetzt hier einfach Optionstaste, gehen jetzt hier auf die Karte und werden merken, jo, die ganzen Jobs sind ja nicht mehr sichtbar. Außer zwei, denn zwei Jobs sind tatsächlich noch verfügbar und wir müssen jetzt den Stuntrennen so gesehen starten über die Karte. So, sind wir jetzt im Jobmenü vom Stuntrennen angekommen, können wir einfach wieder rausgehen. Sind wir jetzt draußen angekommen, bringt euch einmal um und danach, Leute, seid ihr ready zum Merchen. Das bedeutet, wir können jetzt, wenn wir wieder gespawnt sind, zur Garage fahren, wo unsere Fahrzeuge drinnen stehen, die wir gerne merchen möchten. Sind wir jetzt bei der Garage angekommen, wo die ganzen Fahrzeuge drinnen stehen, die wir gerne merchen möchten, bestellen wir erstmal vom CEO-Menü unseren Buzzard. Falls ihr keinen Buzzard habt und euch auch keinen leisten könnt, ist das generell nicht schlimm, aber mit dem Buzzard geht's am besten. Denn als nächstes gehen wir zu Fuß in die Garage rein und holen unser Fahrzeug raus, was wir gerne merchen möchten. In meinem Fall ist es jetzt hier dieser Käfer. So, und jetzt seht ihr, warum wir hier den Buzzard brauchen, denn wir steigen aus dem Käfer aus, rennen jetzt zum Hubschrauber und bringen die Rotorblätter zum Drehen, denn wir steigen jetzt wieder aus und laufen gegen die Rotorblätter, um uns umzubringen. Ihr könnt euch auch theoretisch irgendwie anders umbringen, sprich von einer hohen Fläche runterfallen oder vom Auto überfahren werden, wie auch immer, Hauptsache ihr stirbt, denn zack, boom, bäm, wir spawnen jetzt mit dem Auto, aber gemerged. Wie geil ist das denn? Aber Leute, ganz wichtig, dieses Fahrzeug ist noch nicht gespeichert. Das bedeutet, wir müssen es hier einfach zu LS Customs und das Fahrzeug irgendwie umtunen, damit es gespeichert ist. So, mein Fahrzeug ist jetzt hier einfach gemacht und das Fahrzeug ist jetzt auf jeden Fall hundertprozentig safe. Aber ich habe ja gesagt, wir können jetzt hier am Fließband weiter merchen. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach wieder zurück zur Garage, gehen zu Fuß rein, holen das nächste Fahrzeug raus, was wir gerne merchen möchten und machen das gleiche nochmal wie eben. Das bedeutet, wir steigen aus dem Auto aus, was wir gerne merchen möchten, gehen jetzt wieder zum Helikopter, bringen die Rotorblätter zum Drehen, dann
laufen wir gegen die Rotorblätter, sterben, zack, bum, bam. Das zweite Fahrzeug ist gemerged. Und so einfach und so schnell geht es. Aber Leute, bitte denkt dran, die Fahrzeuge sind jetzt noch nicht gespeichert. Ihr müsst immer mit den Fahrzeugen zu Alice Customs uns umtunen. Ihr könnt rein theoretisch mit diesem Glitch auch Flugzeuge mergen oder alles andere mergen. Aber damit ihr es abspeichern könnt, braucht ihr dafür ein Gift Cast to Friends. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video. So, seid ihr jetzt hier am Ende angekommen, wo ihr sagt, okay, ich habe jetzt genug gemerged für heute, dann könnt ihr eurem Freund sagen, ey yo, ich bin fertig. Denn euer Freund kann jetzt einfach die Meldung für Story-Modus annehmen, er spawnt dann in den Story-Modus und kann einfach wieder zurück in eure Sitzung joinen. Und der Glitch ist damit fertig, ihr seid auch aus dem Modus raus und alles ist wunderbar. Aber gut Leute, ich hoffe euch hat dieser Glitch gefallen, wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und für die Leute, die noch überhaupt nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, also let's go. Aber ich würde sagen, ich bin raus, euer Wombat. Ciao.